Ich habe Gary noch nie so sauer erlebt. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Was denkt ihr, wird er tun? Was sind die Konsequenzen, von denen er gesprochen hat? Ich dachte, ich würde dank des Events meinem Traum immer näher kommen. Aber irgendwie entferne ich mich immer weiter davon. Ich bin mir nicht sicher, ob Gary noch daran interessiert ist, nach dieser ganzen Katastrophe unser Team zusammenzuhalten. Vielleicht ist das das Ende der Red Sharks. Oh, was soll das? Übertreib doch nicht so schrecklich. Außerdem können wir gar nichts dafür. Wenn Gary dem Team vom Roller erlaubt hätte, auf das Event zu kommen, dann wäre das alles nicht passiert. Trotzdem sind wir auch dafür verantwortlich. Wir sind für überhaupt nichts verantwortlich, Ramiro. Wenn jemand schuld ist, dann Luna und ihre Freunde. Ganz offensichtlich war das eine ihrer tollen Ideen, um uns zu schaden, denn das macht ihnen Spaß. Das war eindeutig ihr Plan. Was für ein Zufall, dass sie ausgerechnet an dem Tag unseres Events ein eigenes auf der Straße machen. Mach bitte die Augen auf, Ramiro. Sie wollten uns den Tag versauen. Nein, das ist nicht so. Sie kamen ja nicht rein und sind einfach geskatet. Sie waren brillant. Und genau das ist es eben, was wir hätten sein müssen. Aber was haben wir gemacht? Wir haben uns nur um die sozialen Netzwerke gekümmert, anstatt zu skaten, so wie es sein sollte. Ich verstehe nicht, wieso du das sagst. Du weißt doch genau, wie hart wir für dieses Event trainiert haben. Unsere Choreografie war unglaublich, aber ihretwegen könnten wir sie nicht präsentieren. Gut, wie auch immer. Jedenfalls dürfen wir sie damit auf keinen Fall davonkommen lassen. Natürlich nicht. Luna und ihre Freunde werden dafür bezahlen.